Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Ich bin Tom und wir spielen heute ein paar Spiele auf der PlayStation 3, worauf ich mich schon sehr freue. Das wird ein sehr gemütlicher Vormittagsstream. Falls ihr aber gar nicht am Vormittag schaut, dann guten Tag, guten Abend an alle, die das hier in der Aufzeichnung schauen, wann auch immer das sein mag, auf Time to 3 oder bei Twitch. Freut mich, dass ihr dabei seid hier, die ihr gerade im Chat anwesend seid. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Spiele, die da kommen mögen. Ihr hört ja vielleicht gerade diesen Chor, der sich so vorbereitet von Skyrim. Das macht er wirklich konstant, wenn ihr auf diesem Bildschirm bleibt. Es kommt immer nur dieses und das ist so ein bisschen wie ein Song, der so ein Intro hat und einfach nie losgeht. Also ab einem bestimmten Punkt sehr unbefriedigend. Ich mach's mal lauter für euch. Weil ihr wartet doch die ganze Zeit, dass jetzt der Song losgeht. Aber er kommt nicht. So, Chat. Falls ihr den Tweet nicht gesehen habt, ich habe dort schon geschrieben, dass ich dass ich das hier bei uns im Regal entdeckt habe. Das ist die PS3-Version von Skyrim. Falls ihr euch erinnert, bei Item Get wurden uns mal 12, zig, 23 Versionen von Skyrim zugeschickt. Für Xbox, für PS3. Ich glaube tatsächlich keine PC-Version an, aber ich glaube, es waren vor allem PS3 und Xbox 360-Versionen. Weil, also wenn ein Spiel nicht selten ist, dann das. Und das hier ist, soweit ich weiß, auch eine der ursprünglichen Release-Versionen. Also hier steht nichts drauf von wegen irgendwie Game of the Year-Edition oder so. Hier steht nur drauf von spieletipps.de: Es ist ein Geschenk vom Videospielgott. 92 von 100 Punkten. Und Spieletipps ist das einzige Magazin, das vorne drauf ist. Und hinten ist noch Gameswelt drauf mit 93, 4Players mit 90, GamePro mit 93 und die PS3M mit dem Spiel des Monats Award und auch 9.3. Ach, und Computerspielspiele mit das Spiel des Jahres. Seht ihr. Witzigerweise steht hier bei Computerbildspiele das Spiel des Jahres als Zitat aus der Ausgabe 3 2011. Also muss es ja eigentlich aus einer Preview-Version kommen, oder? Oder? Weil das Spiel ist ja am 11.11.2011 erschienen. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Skyrim wird in diesem Jahr am 11.11. 10 Jahre alt. Und ist damit offiziell ein Retro-Spiel. Es ist halt auch, ne, es ist ja auch 2012 erschienen und 2013 erschienen und 2014 erschienen. Also irgendwie ist es ja in jedem Jahr einmal erschienen. Da fehlt noch Hooked mit ganz okay auf dem Cover. Nee, damals nativiert wäre das Giga Games gewesen. Da hätte die Giga Games Skyrim Award Show drauf sein können. Bei der dann aber auch Dark Souls gewonnen hat. Das fanden viele Leute damals gar nicht lustig, dass wir uns so über Skyrim lustig gemacht haben und dass Dark Souls halt einfach das bessere Spiel, also das ist ja ein Fakt, aber fanden viele Leute nicht lustig, kann ich gar nicht nachvollziehen. So, eine kleine Preview-Chat. was haben wir denn noch, ne? Also Skyrim spielen wir auf jeden Fall, weil das interessiert mich sehr. Ich habe das auch nicht gepatcht, das Spiel. Wir spielen die Ursprungs-PS3-Version von Skyrim. So, was haben wir noch im Angebot-Chat? Weil das hier ist gerade, ne, ich bin ja im Studio, wir machen diese Streams ja gerade nicht mehr von bei mir zu Hause aus. Das heißt, das ist auch unsere Studio-PS3. Ich musste also Sachen neu runterladen. Wir haben auch nicht meine alten Saves hier gerade drauf. Das, oder? Ich glaube nicht, dass er von automatisch die Saves synkt. Ich glaube, das müsste ich manuell machen. Jedenfalls haben wir trotzdem ein paar schöne Spiele. Wir haben Soul Calibur 2 HD, wir haben Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix. Das ist übrigens nur ein Scherz bei dem Spiel. Es gibt nur ein Puzzle Fighter-Spiel. Wir haben Daytona USA, Klassiker. Dead or Alive 5, das würde ich ja tatsächlich gerne mal spielen. Habe ich nämlich, also ich habe das mal gespielt, weil es gibt eine einzelne, glaube ich, Time to 3 Folge mit Robin zu dem Story-Modus von dem Spiel. Ich habe gar keine Erinnerung dran. SSX, ich glaube, das ist das Spiel, was damals als Deadly Descent erst anfing. Bin ich mir aber auch nicht mehr sicher. Street Fighter 2 Turbo HD Remix, Darkstalkers, Tekken 5, Pain, aber ich glaube, das würde ich fast gerne mal mit Robin spielen und nicht alleine.
Marvel vs. Capcom 2 und Sonic the Fighters. Natürlich, Sonic the Fighters ist immer das erste Spiel, was ich installiere, wenn ich eine neue PS3 absetze. Die Spiele hatten wir hier schon. Neo Contra, haben wir Neo Contra schon mal gespielt? Chat, kann sich jemand von euch an Neo Contra erinnern? Ich glaube, wir haben es noch nicht gespielt. Das hier haben wir auf jeden Fall schon mal gespielt. Lake Masters EX. Fangen Sie die dicksten Fische direkt von Ihrem Wohnz immer aus. Quack Attack haben wir, glaube ich, auch gespielt. Und Capcom vs. SNK 2 seht ihr eventuell als einen Teil meines nächsten Videos demnächst. So, Final Fantasy Origins hatten wir schon. Tomb Raider 3 fände ich auch irgendwie cool. Das ist ja damals eins meiner Lieblings-Tomb Raiders gewesen, weil es hier so viele Dinosaurier gab. Zumindest im ersten. Suikoden ist ein Spiel, was ich immer mal nachholen wollte. Könnte man mal mit anfangen, wäre aber halt nur ein Snippet, ne? Weil im Stream kommen wir da jetzt wahrscheinlich nicht so weit. Und Grandia eigentlich genau das Gleiche. Ich habe mal Grandia 2 eine Weile gespielt, aber Grandia 1 kenne ich gar nicht. Rip Ribbon ist hervorragend, ist halt ein Rhythmusspiel, das wäre nicht sehr viel Zeit. Echo Knight, falls wir uns gruseln wollen, das würde ich auch gerne mal mit euch zusammenspielen, weil den ersten Teil davon habe ich noch nie gespielt. Aber, wenn ihr euch erinnert, Echo Knight Beyond war eines der Spiele von From Software to Souls. Und das war ein Sci-Fi-Spiel. Und Echo Knight 1 ist das gar nicht. Echo Knight 1 seht ihr ja da, A Lost Ship. Und das hat eher so ein altertümliches Setting. Das hier ist Rival Schools. Rival Schools ist hervorragend. Ist allerdings die japanische Version. Das heißt, da würden wir nichts verstehen. Klonoa hatten wir ja schon. Bishibashi Special hatten wir schon. Und SimCity 2000 hätte ich auch sehr Bock drauf. Aber das gucken wir dann einfach nachher, Chat. Und ich habe hier übrigens noch Fatal Fury. Das eine Neo Geo Spiel. Ist laut, oder? Das auf jeden Fall direkt mit diesem geilen Track anfängt. Weil, also mit King of Fighters und so habe ich halt sehr wenig Verbindung gehabt in Vergangenheit. Das könnte man eigentlich auch mal nachholen. Und da kommt ja nächstes Jahr auch ein neues Spiel. Ist das die Ausbeute aus den Käufen, als es hieß, der PS3-Store macht dicht? Nee, tatsächlich nicht. Also teilweise schon, teilweise sind die so aus dieser Zeit. Aber die meisten hatte ich einfach schon vorher. Ich habe ja generell recht viel auch alte Sachen. Nein, wir wollen nicht patchen. Auch alte Sachen aus dem PS3-Store mir geholt. Weil ich das super toll finde, das Angebot, was sie da haben. Und da gibt es immer noch Sachen, die ich gerne hätte. Und ich hoffe, irgendwann mal kommt der Punkt, dass man die mal übertragen kann, auch auf aktuelle Konsolen. Aber ich bezweifle es, nachdem sie es schon versucht haben abzuschalten. So, Chat. Ich hoffe, ihr seid bereit für PlayStation 3 Skyrim ohne Patches. Wird das genauso spannend wie Dark Souls oder Demon's Souls ohne Patches? Spoiler, nein. Spiel neu starten. Ich musste übrigens meine Systemsprache auf Deutsch stellen, weil als meine Systemsprache auf Englisch war, ist das Spiel in Französisch gestartet. Das kenne ich auch von so Spielen wie Dishonored, die dann einfach aus irgendeinem Grund nicht die englische Version drauf haben. Aber ich habe auch nichts dagegen, das auf Deutsch zu spielen. Ich habe damals Skyrim auf PS3 ganze 40 Stunden ertragen. Ja, also Respekt. Aber das war ja auch noch zu einer Zeit, da war PS3-Performance ja was Normales. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal das Intro über uns ergehen lassen. Sehr gespannt. Classic. Kann ich mich hier schon mal gucken? Ja, ne? Oh. Analogstick-Beschleunigung ist auch direkt ein bisschen weird. Here comes the meme. Für mich ist Skyrim halt seit Jahren auch wirklich nicht mehr als das. Jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen zu laut gemacht. Ich Hey, hoffe, ihr da. das geht jetzt. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Oh, haben wir keine Untertitel? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Warte mal kurz. Quest-Tagebuch, ja. Nee, ich will gucken, ob wir Untertitel haben. Sind Untertitel bei Gameplay? Nee. Bei Audio? Nee. Bei Anzeige? Ja.
Sonstige Untertitel nehmen wir mal auch. Damit ihr nicht so sehr darauf angewiesen seid, das hier alles auch zu hören. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand so, ich glaub, ihr könnt war alles das gut in hören. Bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich Danke, Kernspalt, Kartoffel. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, Dieb. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt mag auf, die Stimme irgendwie. Sagt. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht so richtig auf Deutsch gehört. Sturmmantel, den wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber skippen konnte man das hier nicht in den Chat. Glaub nicht. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Lucky Tricks, ist das dein Ernst? Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Ist das gerade ein Scherz oder ist das dein Ernst? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstadt. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Ach, guck das euch an. Also ich muss aber sagen, so... Hier geht die Performance. Das ist halt nicht mega flüssig, aber... Katosch, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, diese sie Gesichter, hatten immer ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Nee, Charakter-Editor, mach mal schnell. Habe ich mich hinter den Mauern ihr könnt ja schon mal überlegen, was für eine Charakterklasse und Rasse wir spielen. Warum halten wir Khajiit? An? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Mal gut, so ein Spiel über Freiheit. Nein, wartet. Wir sind keine mit so einer rigiden Intro-Sequenz anzufangen. Mit euch eurem Tod mit etwas Mut. So eine Echse? Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Ja, Kernspaltkartoffel, das hier ist nicht gepatchtes Skyrim. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. So wie es aus dieser Box kam. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ja, schön, ne? Ralof von Flusswald. Wie happy er aber den Namen verliest. Lokir von Rorikstadt. Ja, sie sind dran. Ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht morgen. Classic. Will sonst noch jemand fliehen? Ja, ich. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, Lucky, hattest du nicht geschrieben, dass du halb glaubst, dass Robin hier gleich reinstürmt? Furry Run oder Khajiit, ja. Ah ne, Khajiit sind ja die Furries. Wir hatten Echse und Khajiit. Aber dann nehmen wir einfach mal Khajiit. Gab's einen Randomize-Button? Vorgaben. Ja. Achso, wir haben einfach so ein paar vorgefertigte. Es ist halt auch ein bisschen egal, ne? Ich finde ihn irgendwie lustig. Schmutz. Auf jeden Fall Schmutz. So, okay. Wie gesagt, ich will hier gar nicht so viel Zeit verbringen, weil das bringt uns ja eh nicht so viel. Hier so ein bisschen offener Biss.
Auf jeden Fall die langen Haare, wa? Oh Gott. Hier den Meister Splinterbart. Fertig. Charakter einem Namen geben. Der heißt jetzt... Wie war denn hier Großbuchstaben? So. Der heißt jetzt Lucky. Das hast du davon, Lucky. Gehört ihr zu einer der Karawanen, Khajiit? Euresgleichen scheint den Ärger ja förmlich zu suchen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Hätte ich auch sehr gut gefunden. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Elsweyr zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Aber eigentlich ganz schön hier. Oh, ich kann... Oh, es hat gerade ein bisschen geruckelt. So, gleich geht's los, Chat. Gleich geht's los. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Die Stimme. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das... Was meint ihr, wie haben sie das im Tonstudio aufgenommen? Haben sie ihm wirklich den Mund verbunden oder hat er einfach nur gemacht? Was war das? Oder vielleicht auch einfach nur so... Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht göttlichen... Ja, komm, macht hin. ...während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Diese Exekutionen, die dauern mir halt einfach immer zu lange. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Sie haben jemanden entführt für die Authentizität, das mag ich sehr gern. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Chonk. Kaiserlichen Dreckskerle! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Katze, ihr seid dran. Oh, sie hat uns Katze genannt. Nanu? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ich sage, das war ein Falke. Block, Gefangener. Schön. Vielleicht auch ein Adler. Oder ein Eichelhäher. Hat hier jemand Skyrim durchgespielt? Ich habe tatsächlich Skyrim nicht durchgespielt. Kernspaltkartoffel. Ich habe damals so... Ich glaube 50 Stunden oder so mit dem Spiel verbracht, aber nicht durchgespielt. Was beim Reich des Vergessens ist noch nicht zum Release, also erst später mal. Was habt ihr gesehen? Ein Drache. Wie ist das möglich? Das ist halt schon immer noch ein bisschen cool. Kazik, hoch mit euch! Kommt schon! Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren! Hier entlang! How did that happen? Let's go! Oh, hallo. Das war knapp. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Ich habe erstmal X zum Springen gedrückt, aber ist es Dreieck. Junge, das macht ihr sehr gut. Oh! Turbolf! Ich hab das aber schon echt lange nicht mehr gespielt. Immer noch am Leben. Bleibt nah. So,
So, bleibt nah bei uns, okay. Luna, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hartwar. Aha. Bleibt nah bei der Wand. Wir können jetzt hier so ein bisschen poken. Schnell, folgt mir! Oh mein Gott. Ich glaube, das sind auch gerade 27p, was die PS3 hier ausgibt. Höchstens. Bleibt in meiner Nähe. Nutzt alles, was wir haben. Ralle, verdammter Verräter. Auf dem Weg! Wir fliehen, Hartwar. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sofengarn. Die Animation. Los, in die Festung. Hey. Kommt schon, wir müssen hinein. Blaubarschlerry, vielen Dank für das Abo. Das sollte man remaken, oh mein Gott. Das würde es halt irgendwann geben, oder? So ein richtiges, also ein Remaster hatten wir ja schon. Sieht aus, als wären wir die einzigen Überlebenden. Das aber das kommt bestimmt ein Bringer des Endes innerhalb der nächsten 10 Jahre auf uns zu, ein Skyrim Remake. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, löse mal meine Fesseln, bitte. Dankeschön. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese... Gib. Seht nach, das jetzt ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Komme ich denn ins normale Inventar? An diesem Ort kannst du nicht warten. Oh, hier ist noch ein Schwert. Diese Schale ist sicher auch was wert. Nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. Ist noch ein Schwert. Oh mein Gott, die Steuerung ist wirklich irgendwie... Also was vor allem nicht geht, ist so ein bisschen... Ihr seht ja, wie die Analogstick-Beschleunigung so erst so langsam anfängt, ne? Selbst wenn ich voll reindrücke. Das fühlt sich ein bisschen strange an. Hier ist noch eine Kiste. Sollte einer von euch noch im Kopf, wie man ins stinknormale Inventar kommt? Ah! Kreismaß. Natürlich. So. Guckt mal. Wartet mal. Nein. Oh mein Gott. Wunderschön. Er hat auch dieses leichte Grinsen im Gesicht. Das mag ich sehr. Nicht mal was kaputt geht, ey. Gib mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Was war das? Für Ulbrich und Himmelsrand. Wo soll es sein? Ah, in den Rücken. Teamwork. Lass mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbringe. Haben ja noch 300 Traglast, das geht alles noch. Kann ich eigentlich mit einem Besen kämpfen? Nein, nicht stark. Waffen. Nee. Also wenn wir schon den Kriegshammer haben, dann wollen wir den auch benutzen. So, ist denn das, was die jetzt hier gedroppt haben, besser? Nee. Stiefel 12. 6, ja. Ups.
was ist denn hier? Oh, das mag die PlayStation ja gar nicht. Oh ja, Nebel. Ihr könnt doch in einem PlayStation 3 Spiel keinen Nebel einbauen. Seid ihr verrückt? Was war das? Dieser Drache ist aber hart. Für Ulfric und Himmelsrat. Oh fuck. Jawohl. Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke findet. Sollen ein paar Zaubertränke suchen. Nein, den will ich schon noch mitnehmen. Dankeschön. Und fertig, hier entlang. Die Folterkammer. Es ist wirklich so lustig, wie man merkt, so wie diese Transparenteffekte dazu kommen. Mach dir das da. Ist die PlayStation halt gar nicht begeistert. Ich komme. Was macht ihr denn da? Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Ach, das war ein Kumpel. Diese Ups. Jungen schienen ein wenig aufgebracht. Entschuldigung. Die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Die sind doch gar nicht. Greift Helgen an. Oh, Chat, ein bisschen Lore. Das Buch von Drachenblut. Von Prior Emelene Madrine Orden des Talos Weinon Priorei Jahr 360 der dritten Ära 21. Jahr der Herrschaft Seine Majestät Pelagius dem Vierten. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert, doch die wahre Bedeutung des Begriffs... Ja, okay, ist nur ein Scherz. Ein Drache? Bitte... Kommt nicht mit solch einem Unsinn. Lore Run. Jedes Buch lesen. Obwohl. Aber dafür gibt es ja ein Video von dem Gilbert. Das kann man sich sparen, glücklicherweise. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Birschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst ihn einfach. Hey, jetzt lass uns halt hier endlich raus. Euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie Wochen. Gott. Wie war denn das? Benutze L, um den Dietrich zu drehen und R, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss. Oh. Ah, fuck. Ja, was machen? Dass einfach gar alles, kein Sound kam. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Geil. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts wie raus hier. Ja, jetzt komm halt. Dort entlang gibt es keinen Ausgang. Versteht ihr? Ja, Elder Scrolls hat leider wirklich sehr viel... sehr viel so Standard-Fantasy-Geschwurbel. Und halt auch wirklich viel davon. Aber ich weiß, dass beim MMO, also ESO, spiele ich ja ab und zu mal ganz gern. Halt selten, aber dann auch ganz gern, wenn ich gerade das so brauche. Das ist so Fantasy, Comfort Food manchmal. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Aber ESO hat halt leider auch so dieses Ding, ist einerseits ein Vorteil, dass du überall hin kannst und du kannst ja aussuchen, was du spielst und so. Aber der Charakterfortschritt wirkt so konsequenzlos, wenn ich eh immer alles machen kann. Und es quasi kein so richtiges Gebiet gibt, das stärker ist als ich. Jetzt gehört ihr. Schöne Hülle, aber. Komm mal her. Wie der einfach umfällt. Gott, das fühlt sich immer noch so scheiße an. Das Einzige, was ich spielerisch... Ah ne, den will ich gar nicht schlagen. Sorry.
Das Einzige, was ich damals zumindest fand, was sich spielerisch ganz cool anfühlt in Skyrim, ist Bogenschießen. Aber das will ich ehrlich gesagt nicht mit einem PS3-Controller machen. Oh Gott, die Framerate. Freiheit! Sie rückt immer näher, Chat. Wir gehen einfach den einzigen Weg, den es gibt. Geldbeutel. Der Klassiker. Oh, muss ich PlayStation auch mal kurz drüber nachdenken, was hier gerade passiert ist. Er hat gar kein Trefferfeedback, es ist so unglaublich. Oh, da musste es auch gerade ein bisschen laden. Die armen Spinnen. Die haben hier gewohnt. Dachten sich nichts Böses. Und dann kommt der Dragonborn. Ne, grafisch muss ich aber sagen, wo Kito das gerade schreibt, grafisch finde ich das auch ehrlich gesagt voll okay. Also gerade so die Umgebung und hier so ein bisschen mit der Lichtstimmung. Die Charaktere sehen halt doof aus, aber diese Umgebung konnten sie ja. Aber es ist alles so hakelig. Der Bethesda-Jank. Was bekommt zuerst ein Sequel? Skyrim oder GTA 5? Das ist eine berechtigte Frage. Ich kann dir das gar nicht so beantworten. Weil ja auch Starfield erstmal kommen muss. Also ich glaube, an GTA 6 wird mehr gearbeitet gerade schon als an Elder Scrolls 6. Deswegen würde ich raten, GTA. Weil wir Starfield dazwischen kriegen. Ja, Sichelwiesel, ich glaube, wenn du ein Spiel eine Weile spielst, wird Performance ja auch ein bisschen egal. Also, das ist ja, ich würde ja Dark Souls heute auch locker eine 93 geben, in seiner Ursprungsfassung mit seinem Gurgel. Das wäre mir da auch egal. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber es ist schon lustig, wie imposant das hier auf dem PC aussehen kann, in seinen Remastern aussehen kann. Er wird euch sicher helfen. Und wie es halt ursprünglich mal aussah. Das ist das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, ebenso. Tschüss. Freiheit, Chat. Wir sind frei. Magic Moment. Der ehrlich gesagt eine halbe Stunde früher hätte kommen sollen. Sieht besser aus als die PSVR-Version. Tut es das wirklich, Lucky? Die läuft nämlich deutlich flüssiger. Oh, die PlayStation VR-Version. Das ist das Einzige, wo ich jetzt gerade dran denke, wo ich Skyrim tatsächlich interessant fände. Einfach wirklich hier zu sein. Oh, die Auflösung ist schon krass niedrig auf der PS3. So, dann, Chat, sagt mal eine Himmelsrichtung, da gehen wir dann hin. Wie kam ich denn auf die Karte? Hier. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Also offensichtlich können wir nicht wirklich nach Süden. Beziehungsweise außer wir gehen so hier hin. Falkenring.
rückblickend Oblivion oder Skyrim in seiner jeweiligen Gesamtheit? Da stellst du die Frage leider dem Falschen. Weil ich mochte noch kein einziges dieser Bethesda Fantasy Elder Scrolls Spiele so sehr, dass ich das so sagen könnte. Oblivion war für mich damals auf dem PC einfach nur eine Art Benchmark, weil ich das grafisch so toll fand. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Campen ausgesucht. Komm her. Jetzt bezahlt. Oh, Character Action Game. Wo ist der Bogenschütze? Oh. Wo? Oh. Weg. Nee. Von hier doch irgendwo, oder nicht? Los, versucht doch euch zu wehren. Da, ja, versteckt. Das war schon alles. Rums. Ich weiß, dass Oblivion, dass bei Oblivion Shivering Isles sehr beliebt ist. Weil es einen Charakter hat, der sehr beliebt ist. Aber ich selbst mochte Oblivion nicht wirklich. Und Skyrim habe ich ja dann wirklich eine Weile gespielt. Da hatte ich dann ja auch ein bisschen Spaß mit. Aber es hat halt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und bei ESO ist es ja genauso. ESO spiele ich ja auch und habe dann meinen Spaß damit. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das groß begeistert. Da fehlt mir immer irgendwie was. Ich glaube, dafür müsste die Welt spannender sein, die Storys spannender sein und das Kampfsystem sich vor allem auch besser anfühlen. Weil es ja bei Witcher auch so, wenn es bei Witcher nicht diese Story und die Welt gäbe, die mich so reinziehen. Das Kampfsystem ist ja auch dort eher zweckmäßig. Geh mal eine Runde schwimmen. Zu den Bergen. Obwohl, ich will erstmal hier lang. Tschüss, Miss Cleo. Danke fürs Vorbeischauen. Oh. Aber war das schon immer so, dass man auch so viel aushält am Anfang? Ich habe irgendwie im Kopf, dass man mehr Leben verliert. Es ist halt, also ich weiß aber total, ich kann die Faszination nachvollziehen, die Skyrim ausübt und die diese Spieler ausüben, weil du halt gerade diesen Moment erreichst, wo du dann sagst, okay, ich kann jetzt hier in der Welt überall hin und guck dann einfach mal und verbessere meinen Charakter und da ist jemand. Hallo. Hallo, werter Reisender. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Was macht ihr hier draußen? Die einen finden Inspiration, indem sie die Nase in Büchern vergraben. Die anderen, indem sie zechend durch die Städte ziehen. Ich finde sie hier draußen, in den Weiten von Himmelsrand. Mhm. Könnt ihr mir etwas über Redekunst beibringen? Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Es gibt einen Ort namens Einsamkeit? Ja. So, Chat, den hauen wir jetzt um, oder? Den hauen wir jetzt um. Dragonborn! Was denkt ihr, was ihr da macht? Oh, shit. Vielleicht habe ich mich überschätzt. Trank. Ihr seid mir gewachsen? Ihr
erinnert mich an die Katze meiner Cousine. Die habe ich auch getötet. Excuse me? Habt ihr gehört, was er gerade gesagt hat? Die Katze meiner Cousine? Sehr hervorragend. Oh! Got him! Fußruder! Ich meine, miau, miau, miau! Das gelbe Buch der Rätsel. Ja, die Katze seiner Cousine. Ja, jetzt fühle ich mich irgendwie auch sehr berechtigt in meiner Tat. Das Lösegeld für Zarek. Ein Tanz im Feuer, Band 3. Knoblauch, Schneebeeren. Skiverschwanz, Zaubertrank der Andauernden Regeneration, Zaubertrank der Regeneration. Kleidung, Stiefel und ein Eisenschwert. So. Konnte man Leichen tragen in dem Spiel? Nee, ne? Unser erster großer Sieg, Chat. Kampf dem Katzenmörder. Erinnert mich an die Katze meiner Cousine. Ja, aber ich glaube, ich muss meine Meinung zu Skyrim revidieren. Es ist doch ein sehr, sehr gutes Spiel. Das, also... Oh. Klapper, Kollege. Oh. Hat ja gar keine Chance. Knochenmehl, winziger Seelenstein, altes Nordschwert und ein Eisenschild. Ist das hier einfach ein Wegpunkt? Oh, ich nehme hier gerade Grabbeilagen weg. Ups. Shit. Warte. Hier, neue Grabbeilagen. Bisschen Beschäftigung fürs Jenseits. So, wenn wir jetzt auf dem PC spielen würden, hätten wir natürlich den großen Vorteil, dass wir einfach jeden der Drachen, die hier rumfliegen, mit Mr. X ersetzen könnten. Aus Resident Evil. Beigaben, Beilagen, Beigaben. Lirum Larum. Ah! Oh, ey. Brandenburg. Das war auch immer so ein bisschen hakelig. Man kann ja ziemlich viele Berge hochklettern. Es fühlt sich nur nie so an, als ob man das soll. Ach, guck mal, da ist irgendwas. Da gehen wir mal hin. Ui. Hier hat plötzlich die Musik aufgehört. Ominous. Ach ja, hier ist ein richtiger Ort. Wen können wir da alles umnieten? Wir haben nur leider keine Heiltränke mehr. Die sollte ich mir vorher kaufen oder klauen. Falkenring. Hallo. Entschuldigung? Entschuldigung? Was habe ich denn getan? Chat, was habe ich denn gerade falsch gemacht? Sind das die Bösen hier? Oh shit. Nee, das wird nichts. Oh ja. Keine Bewegung. Wie? Du hast doch gerade noch auf mich geschossen. Ihr habt mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ich ergebe mich, bringt mich ins Gefängnis. Er würde ich sterben.
Haben wir 40 Gold? Du hast den Typen vorhin umgebracht. Ja, aber das, woher sollen die das denn wissen? Das war doch da ganz woanders. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Oh, hatte ich doch nicht 40 Gold? Tiere gelten als Zeugen, excuse me? So, ja gut. Hat sich ja aber scheinbar wieder erledigt. Was braucht ihr? Ja, jetzt plötzlich wieder freundlich, ne? Sowas haben die mir jetzt abgenommen. Eigentlich ja nicht so viel. Ja, meinen Besen habe ich noch, dann ist alles gut. Schade, dass ich den nicht als Waffe benutzen kann. Haben Sie Interesse an einem schönen Besen? Stahl ist gut, Loyalität ist besser. Ich bin zuallererst den Geier und dann dem Kaiserreich gegenüber loyal. Also, das mag ich halt an den Dialogen. Stahl ist gut, Loyalität ist besser. Loyalität scheint euch ja sehr wichtig zu sein. Ja, no shit. What did you just say? Ich war viele Jahre den Geiers Leibwächter. Mehr als einmal habe ich meine Haut riskiert, um ihn zu beschützen. Warum sollte ich sowas wohl tun? Des Geldes wegen? Weil ich einen Eid geschworen hatte? Nein. Weil er ein guter Mann und ein wahrer Freund war. Ein echter Nord stellt Loyalität und Ehre über alles andere. Falkenring wirkt ruhig, ne? Nur innerhalb der Mauern. Falkenring besteht größtenteils aus Wildnis. Und wer Ärger sucht, wird den schnell finden. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? That's the same thing. Was hast du denn? Wir haben 5 Gold. Die besten Waffen und Rüstungen. Wie konnte ich nochmal verkaufen? Einfach hier, ne? Ja, Pfeil brauchen wir nicht. Brauchen wir das nicht. Ich hab meinen Kolben, das reicht mir. Ich will Gold. Allerdings haben wir jetzt auch nur 100. Damit können wir uns immer noch nicht viel holen. Oh. 311. Das können wir uns nicht leisten. Oh! 773. Das ist der Wucher hier. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Macht das Damage? Oh ja. So. Ich recycle. Der Besen ist nicht da reingefallen. Na sag mal. Guck mal, wie gut ich den Besen jetzt abgestellt habe. Entschuldigung. Oh. Cute. Ja, das hat uns ja jetzt nicht so viel gebracht hier. Abend. Alles in Ordnung. Bürger. Also Falkenring bin ich kein so großer Fan von. Hört sich im Hintergrund ein bisschen an, als wäre jemand auf der Orgel eingeschlafen. So, wir gehen nochmal ein bisschen rum. Und dann können wir eigentlich auch mal ein anderes Spiel anschmeißen. Konnte man eigentlich auch in der PS3-Version überall speichern?
Ja, ne? Jawohl. Ach hier, neue Datei erstellen. Auch hier, das klassische PS3-Menü. Das ist auch die einzige Stadt, in der ich so gut wie nie war. Ja, Exo, da haben wir direkt rausgefunden, warum. Ich meine, wirklich umgeguckt habe ich mich ja nicht. Vielleicht gibt es da ja auch eine schöne Quest. Wie konnte man denn... Konnte man nicht irgendwie sprinten? Nein. Goddammit. Ah, L2. Oh, was ist da? Ausdauer niedrig. Wo geht's hier hin? Wo sind wir eigentlich auf der Karte? Gerade. Ach, guck mal. Wir sind von hier bis hierhin schon. In den Süden, so wie ihr es wolltet. Hier ist nix. Oh, wir sind am Rand. Hier geht's nicht weiter, Chat. Ich wusste gar nicht, dass Skyrim so harte Grenzen hat. What the fuck? Weil da, guck mal, da hinten ist ja auch nicht mehr so richtig texturiert. Von wegen Freiheit. Hier hätte man doch was hinstellen können, statt einfach eine unsichtbare Wand. Das ist ja ungeschickt. Ja, hier geht's quasi sonst da wohin. Okay, wartet. Wenn wir was aus dem Inventar fallen lassen, rollt es dann in das Gebiet, wo wir es nicht mehr zurückbekommen? Schlüssel zur Festung Helgen. Brauche ich doch bestimmt nicht mehr. Ach Mist, kann ich nicht ablegen. Knoblauch. Hier, so. Der Knoblauch ist unser Test. Oh nein! Wir kommen nicht mehr an den Knoblauch. Ah! Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Irgendwie würde man das bestimmt schaffen. Rippknoblauch. Gibt es questkritische Gegenstände, hauptquestkritische Gegenstände, die man ablegen kann, Chat? Könnte man die hier außerhalb der Map platzieren? Wie wir wirklich in der Luft stehen bleiben, wenn wir hier gegenspringen. Du kannst nicht in diese Richtung weitergehen. Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ich will da jetzt hin. Kommen wir irgendwie rauf? Oh, das ist so weird mit den Felsen. Man kann halt einfach nicht mehr springen ab einem bestimmten Punkt. Das erinnert mich immer so sehr an World of Warcraft, wo ich das auch so viel versucht habe. Wenn wir an Sachen auf Ebenen zu springen, auf die man noch nicht soll. Jawohl. There we go. Ihr könnt hier nicht weitergehen. Mist. Ja, hier ist eine harte und auch hohe Grenze. Ich glaube, das schaffen wir nicht, Chat. Ich glaube, hier kommen wir tatsächlich nicht weiter. Aber wir können halt hier so ein bisschen hingucken. Guck mal hier mit den Texturen dort. Da würde ich jetzt gerne mal die Kamera befreien. Einfach nur, um mir anzugucken, wie weit sie das modelliert haben. Weil man sieht ja da hinten auch so ein bisschen die nebelverhangenen Berge. Ich weiß auch nicht, ob man die Konsole auf der PS3 öffnen könnte. Ja, genau, Noclip. Also wenn, dann wüsste ich nicht wie. Ja, hier kommen wir auch nicht wirklich hoch.
Ach, schade. Na gut. Wir sind am Himmelsrand von Himmelsrand. Ich schmeiß nochmal meinen ganzen Stuff weg. Und den sehen wir jetzt wegpurzeln. So. Tschüss. Oh nein, ich habe sogar jetzt hinterhergekickt noch. Ja, da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Hier kämen wir noch ran. Tschüss, Trank. Der gesamte Kontinent wurde im Groben modelliert, echt? Das wäre cool. Wenn es da wirklich was zu gucken gäbe. Kannst die Sachen auch als Physiksobjekt aufheben und werfen. Wo wie denn? Kann ich dann etwas nehmen? Aufheben-Taste gedrückt halten. Okay, warte. Nee. Ah! Und wie werfe ich jetzt? Oh, okay, interessant. Man kann währenddessen einfach nochmal X drücken. Ah, nee, shit. Witzig, dass man währenddessen alles machen kann, während ich das hier in der Hand halte. Mit Schwung. Naja, so richtig klappt das nicht. Zumindest nicht so, wie ich das gerne hätte. Oh, da rollt's aber ganz schön weit. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Na gut. Am PC ist das leichter, ja, das kann ich mir vorstellen mit einer Maus. Okay, gespeichert habe ich ja gerade. Das war Skyrim. Das haben wir jetzt tatsächlich fast eine Stunde gespielt. Das hätte ich nicht erwartet. Das war lustig, Chat. Also, ehrlich spaßig. Mal so aus archäologischem Interesse eine ungepatchte PS3-Version von Skyrim zu spielen. Der rollt bis Elder Scrolls 6. Ja, schön wär's. Irgendwo ein ESO taucht er jetzt auf, genau an dieser Stelle. So, was spielen wir jetzt? Das ist die große Frage, Chat. Ich gehe nochmal hier ein paar Sachen durch. Wir könnten eine Runde SimCity spielen. Einfach ein bisschen was aufbauen, so ein bisschen entspannt. Oder Echo Knight, ein bisschen Grusel. Nochmal ein Rollenspiel mit Suikoden oder Grandia. Oder Tomb Raider eine Runde. Ich glaube, hier gibt es gerade nicht so mega viel Auswahl. Es sei denn, ihr wollt Capcom vs. SNK 2 sehen, aber wie gesagt, das ist auch demnächst kurz in einem Video drin. Oh, Dead or Alive 5 gäbe es ja auch. Ach, so viele schöne Optionen. Tomb Raider, please. Echo Knight wäre meine Wahl. Ich finde ja eigentlich ganz schön, dass hier jeder was anderes schreibt. Aber das heißt, ich muss auswählen. Goddammit. Tomb Raider oder SimCity? SimCity? Ja, komm, wir machen SimCity. Ich habe auch Bock auf SimCity. Die PlayStation-Version von SimCity. Wohlgemerkt. Das ist insofern auch für mich nostalgisch, weil ich damals, nee, halt, jetzt habe ich 3000 eingegeben bei Twitch. Weil ich damals mit meinem Cousin ganz viel SimCity
2000 auf der PlayStation 1 gespielt habe. Ich habe es auch auf dem PC gespielt, aber wir haben auch mal die PlayStation-Version gezockt. Und zwar richtig viel und gern. Oh mein Gott. Stand da gerade Maxes Software-Toys? Hervorragend. Und allein die ganzen Sounds und die Musik von SimCity 2000 war immer hervorragend. Oh. Das gab's aber nicht auf dem PC, oder? Damn. SimCity 3000 war übrigens damals eines der Spiele, eines der frühen Spiele, an das ich mich erinnere, wo ich richtig auf den Release zugefiebert habe, wo ich so einen Test aus einer Zeitschrift immer wieder mir angeguckt habe, weil ich so ein großer SimCity-Fan war. Deutsch. Auch die Musik hier ist doch direkt... Oh! Oh Gott, das triggert gerade ganz alte Erinnerungen, Chat. Holy shit. Hervorragend. Oh, ich sehe gerade, für euch ist das Bild im falschen Seitenverhältnis. Wartet, das können wir fixen. Ich will euch nur mal kurz das Bild richtig machen, Chat. Damit ihr das hier nicht so gestreckt seht auf 16:9. So ungefähr müsste es passen. Szenarium laden. Szenarium? Nee, schon eine neue Stadt. Uff. Ich habe neulich mal ein Video gesehen zu der Sega Saturn-Version hiervon, von Pandemonium Reviews. Die fand ich recht unterhaltsam. Da wurden auch so ein paar Sachen über SimCity festgestellt, die ich halt auch schon immer so im Hinterkopf habe. Zu einem kommen wir gleich noch. Wie sollen die Stadt heißen? Hat einer von euch gerade einen schnieken Namen? Für ein kleines Städtchen? Kann man an der PS3 eine Maus anschließen, um es damit zu spielen? Das weiß ich nicht. Das müsste ja dann als PlayStation 1 Maus erkannt werden. Skyrim. Skyrim finde ich hervorragend. Skyrim. Oh mein Gott, was ist denn das für eine Eingabe? Skyrim. Ja, leicht. 1900 passt. Oh yeah. Menge feiert Stadtgründung. Rentner sitzen fest. Okay, wie? Also es ist ja noch ein analoges Spiel. Okay, L1. Ach nee, ich drehe nur die Perspektive, ne? Ja. Na gut. Wie kann ich denn... Okay, L2 und R2 zoomen raus und rein. L1 und R1 rotieren. Oh. Jetzt habe ich Dreieck gedrückt, das macht nochmal was anderes. Ich will wieder ran. So. Wie komme ich denn? Ah. Nee, huch. What the fuck? Rotiere ich jetzt wieder nur? Ich drücke gerade Viereck. Muss ich hier raufgehen? Nee. Oh mein Gott. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Mit Viereck rotiere ich scheinbar die Ecken der Karte durch. Datei, Geschwindigkeit, Option, Katastrophen, Controller-Konfiguration. Ah, so. Im Uhrzeig, gegen Uhrzeig heran. Schleifenmarkierung. Umschalten.
Abbrechen, auswählen. Normal? Okay. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ach so, hier. Invertiert. Normal. Ach so, ich kann hier... I see. Na gut, wollen wir mal was platzieren? Beziehungsweise, ich glaube, das hier sind einfach Ansichten. Ja. Kann das da oben mal weggehen? Ich weiß, dass sie ein Kraftwerk benötigen. So. Wir bauen direkt mal ein Kohlekraftwerk für 4000 Merker. Und zwar... Achso, im Baumodus kann ich dann scrollen. Haben wir hier so einen Berg, wo das raufpasst? Passt das hier rauf? Nee. Kein Berg, wo es raufpasst. Naja, dann kommt es halt hier so an den Rand. Bam. So. Oh mein Gott. Also, so richtig angenehm ist das nicht, wie ihr euch denken könnt. Und dann machen wir mal ein paar Straßen. So. Das ist nicht, wo ich anfangen wollte, aber ich nehm's. So. Weil dann ist hier hinten, fängt dann unser Wohngebiet an. So ein bisschen Abstand vom Kraftwerk. Und beim Kraftwerk können wir auch eigentlich die Industrie hinbauen. So. Wir planen schon mal so ein bisschen vor, wie wir das hier machen. Hier so ein bisschen eingeteilt. Gott, nein! Wieder weg. Warum geht das hier nicht weg? Ah, geht doch. So, nee, ich will schon bulldozen. Ist das das hier? Muss ja. So. Macht die Musik nur mich gerade kirre? Ja, es ist irgendwie... Ich kann es ja ein bisschen leiser machen. So. Okay, ich muss X gedrückt halten und dann kann ich an den Rand gehen und dann können wir auch so hin und her zoomen. Das ist das, was mir gerade fehlte, Chat. Jetzt machen wir so ein bisschen leichtes Industriegebiet. Okay, nicht gedrückt halten, sondern einmal drücken. Ziehen da noch mal eine Straße rum? Nein. Oh mein Gott. Oh, ist das anstrengend. Wie habe ich das damals gespielt? Aber ich bin der Meinung, wir hatten auch keine Maus. Sondern einfach nur viel Geduld. So. Und dann... Es ist schon 1901. Ist schon ein Jahr lang nichts passiert hier. Nein. Ich mach wieder den Fehler, dass ich gedrückt halten will. Ich will auch nicht nur den einen Fleck da machen, sondern schon das so. Das ist wirklich ein sehr anstrengender Loop, der hier läuft. Aber es tut mir leid, Chat. So, ja, aber jetzt kommt das beste Geräusch der Videospielgeschichte. Achtung. Ich hoffe, ihr seid bereit. Oh, ist das ein anderes? Die haben für die PlayStation-Version das Geräusch geändert. Das ist eigentlich ein sehr befriedigendes Zzzz.
jemand, der bzzzt macht. Aber scheinbar nicht in der PlayStation-Version. So. Sollte doch jetzt Strom haben, oder nicht? Ist doch hier dran. Ja, there we go. Okay, dann noch Wasserversorgung. Aber da bauen sich jetzt schon die ersten Dingers. So, die brauchen auch noch Strom. Sonst wird das nichts. Immer gedrückt halten, holy shit. So. Geben wir den Leuten noch Wasser. Es ist wirklich physisch anstrengend, dieses Spiel gerade zu spielen. So, dann hier noch ins Wohn- und Gewerbegebiet rein. Okay. Jetzt bitte auch wieder an die Oberfläche. Und jetzt sollten sich so langsam erste Dinge bauen, Chat. Ist wirklich wrong. Ja klar, wenn man nichts anderes kennt, dann klingt das richtig. Aber auch zum Beispiel die Musikkulisse ist gerade eine ganz andere, weil in der PC-Version, so wie ich das kenne, spielt auch ab und zu gar keine Musik und dann spielen relativ kurze Loops, aber halt auch immer andere. Und nicht die ganze Zeit das hier. Ah! Kann doch keine Absicht sein, dass immer das gleiche Ding spielt, oder? Das klingt ein bisschen mehr wie die SimCity-Musik, die ich auch kenne. Oh, da bauen sich die ersten Wohnhäuschen. Was ist das hier eigentlich? Ja. Stadtgröße. Einwohner. Handel. Industrie. Industrie deckt sich mit Stadtgröße. Nanu. Musik scheint verpackt zu sein, ja. Oder das war halt so Absicht, ich weiß es nicht. Oh, guck mal, hier ist schon richtig. Hier geht schon richtig ab. Wasser wird auch gepumpt. Hatte ich hier auch so die Möglichkeit, mir Informationen anzeigen zu lassen? Von den einzelnen? Hiermit doch, oder? Nee, abrufende Hilfefunktion. Die Online-Hilfe für die Werkzeugleiste ist nur ein Tastendruck entfernt. Online-Hilfe? Warte mal, wählen Sie ein Werkzeug aus und drücken Sie anschließend die Tastenkombination für die Hilfe umschalten und abbrechen, um ausführliche Informationen zu erhalten. Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie mit der Abbrechen-Taste die Hilfe aufrufen. Wenn Sie keine Maus verwenden, dann, Abbruch. Ach, das ist auch nur die... Das sind auch nur die Optionen. Hier drehen war irgendwas. Ich will eigentlich... Eigentlich gibt es so eine Möglichkeit, dass man sich einzelne Informationen für ein Haus anzeigen lassen kann. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist Wasser. Hier zeigen wir uns dann nur die Dinge an. Können wir die Straßen und so an- und ausmachen? Ach, witzig. Vielleicht kann ich auch einfach so hier drauf drücken. Nee. Na gut. Aber das ist schon mal ganz süß, wie da die ersten Häuser entstehen. Und scheinbar gibt es ja dann hier auch nicht sowas wie die Geschwindigkeiten, ne? Weil das zu viel wäre für die PlayStation. Hier kann ich auch nicht groß draufdrücken auf den Ticker.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen anders, als ich es in Erinnerung habe, aber ich habe es ja auch schon wirklich ewig nicht gespielt. So, kriegen wir eine Schule. Ich staune ehrlich gesagt, dass noch gar kein Gewerbebedarf da ist. Das stimmt, die müssen ja hier immer... Seht ihr, das muss man in aktuellen Spielen einfach nicht mehr machen, City Skylines oder so. Aber hier musst du jedes Mal noch so eine Verbindung bauen, damit die wirklich Strom haben. Stand im Menü nicht was von Geschwindigkeit? Oh ja, tatsächlich. Gut, dass ihr es sagt. Wir sind bereits auf der schnellsten Geschwindigkeitsstufe. Whoops. Ja, das hätte man sich ja denken können. Mats hatte doch auch mal dieser Tonversion angeschmissen und das war ja auch performance-technisch ein Problem. Aber das haben diese Spiele halt damals gehabt, weil auch wenn die Städte dann einfach immer größer wurden, irgendwann kamen die Konsolen gar nicht mehr damit klar. Wir können ja eigentlich mal gleich ein Szenarium, wie das Spiel sie nennt, laden. So, ich will hier mal ein dichtes Wohngebiet bauen. Mal sehen, ob da auch schon was drin entsteht. Und gucken, wie die Performance so, was die so sagt zu einem Szenarium. Es zwingt halt so ein bisschen. Nee, ich will keine Brücke bauen. Dankeschön. Zu so einem sehr gemächlichen Spieltempo, ne? Da muss man sich dann sehr drauf einlassen. Oder halt die PC-Version anschmeißen. Da entstehen jetzt auch erste kleine Gewerbegebiete. Das ist sehr schön. Hier können wir ja auch mal ein bisschen dichtes Industriegebiet anbieten. Vielleicht mal ein bisschen andere Form. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was so die optimale Größe war in SimCity 2000. Das ist ja gerade auch kein großer Plan, den wir hier machen, sondern nur ein bisschen drauf hinbauen. Nein, ach egal. Egal, wir nehmen es einfach. Happy little accidents. Das ist wie beim Malen. Aber jetzt auch, ne? Die Musik bleibt einfach ewig die gleiche. Muss hier manuell den DJ spielen. Oh, da wird auch das dichte Wohngebiet tatsächlich angenommen. Mal ein bisschen einen Park bauen. Oh, der ist größer als gedacht. Holy shit. Das ist ja voll der niedliche Sprite. Kam halt nie wieder ein Konsolenspiel dieser Art an so den Charme ran von dem ersten SimCity auf dem Super Nintendo, habe ich das Gefühl. Braucht das eigentlich Strom? Nee, ne? Sonst würde da ja so ein Ding stehen. Ach, seht ihr, aber Wasser können wir mal nachbauen. Die haben ja jetzt gar kein Wasser hier. Ups. Ja, wer braucht schon Wasser in der Schule? So, und hier unten auch mal. So. Wunderbar. Seht ihr, und schon habe ich wieder genug von der Musik. So, noch einmal aus.
kenne vor allem diese Melodien, sie klingen auf dem PC halt nochmal anders. Aber die Melodien sind die gleichen. Bitte einmal das Auto auswählen für den 3D-Mode. Alright. War das hier mit dem 3D-Modus schon? Oh mein Gott. Danke für den Hinweis, das hätte ich jetzt komplett vergessen. Oh mein Gott. Guck mal, unsere Stadt. Kann halt nicht... Ich glaube, ich kann nicht selbst lenken. Ich kann immer nur sagen, zu welcher Richtung ich rausgucken möchte. It's so hideous. Und warum haben wir einen Babyarm? Fährt er auch mal zum Industriegebiet? Ach du Scheiße. Auch mit dieser Musik. Wirklich danke nochmal für den Hinweis. Das hätte ich jetzt komplett vergessen im Wesentlichen. Ich habe schon wieder vergessen, dass es dieses Feature gab. Warum ist die Musik so dramatisch? Ich würde sofort glauben, dass das ein Horrorspiel ist. Ja, wirklich. Heute ist diese Ästhetik eher so für Horrorspiele. Okay. Post! Jetzt habe ich Kreis gedrückt. Ach, jetzt geht's wieder zurück. Es dauert halt auch so lang. Videogames. Aber geht das in City Skylines? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Geht das in City Skylines? Ich könnte mir vorstellen, dass das da inzwischen geht. SimCity 2000 seiner Zeit voraus. Oh mein Gott. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie lange es dauert, wenn wir unser kleines Städtchen hier, wenn wir Skyrim speichern. Speichere Stadt. Oh, das Geräusch. Es gibt Mods dafür in City Skylines. Ja, das wundert mich nicht. Ich habe neulich mal City Skylines auf der Xbox One gespielt, Chat. Und es spielt sich erstaunlich gut mit dem Controller. Es hat Spaß gemacht. Speicherplätze zum Speichern. Ach so. Ich war gerade sehr verwirrt kurz, aber ja, das sind einfach andere Saves. Leon A. Nee, davon will ich nichts überspeichern. Claire B. Oh, hier haben wir noch einen frei. Da bitte. Geben Sie einen Dateinamen ein. Ja, haben wir doch gerade schon. Skyrim. Das habe ich irgendwie noch nie gesehen, glaube ich, dass so ein Spiel in Textform angibt, was die anderen Saves sind auf der Memory Card. Ich habe jetzt sehr viel Bock auf SimCity 4. SimCity 4 habe ich auch gern gespielt, aber nicht mehr so viel wie SimCity 3000. Ach, guck mal, die kleine Kirche hier. Ich mag halt die Gebäudesprites super gern. So, gut, dann versuchen wir mal. Kommen wir von hier in ein Szenarium? Nein. Ich will jetzt mal so richtig die PlayStation fordern. Das ist New York. Ja, Manhattan, let's go. Ich bin sehr gespannt, wenn das jetzt eine große Stadt ist, wie das läuft. Erweiterte Beschreibung. Manhattan. Ihre Stadt wird mit relativ billiger und reichlich vorhandener Kernkraft versorgt.
Heute schmilzt jedoch der Reaktorkern. Dabei entstehen Großbrände und radioaktive Strahlung wird freigesetzt. Ihre Aufgabe ist es, den Schaden so gering wie möglich zu halten, Aufräumungsarbeiten durchzuführen und die Einwohnerzahl innerhalb von 10 Jahren auf 130.000 zu bringen. Das ist ja ein undankbarer Job. Oh mein Gott. Und die Musik dazu. Oh mein Gott. Ja. Er springt immer von alleine wieder zum Feuer. Oh, das muss ja Spaß machen auf der PlayStation. Oh mein Gott, ist das ein... Ist das ein gekröseliges Pixelwust? Großer Fan dieser Musik. Ja, was soll ich da denn jetzt machen? Feuerwehr. Das ist so langsam. There we go. Ich glaube, das wird's richten. Konnte man denen nicht irgendwie sagen, dass sie hier so hingehen? Je nachdem, wie viele Feuerwehren man hat. Oh Gott. Also ich liebe es, aber diesen Kontrast aus Musik und dem, was hier passiert. Alter, ich habe schon so oft X gedrückt. Kann man das nicht direkt auf ein Feuer drücken? Nee. Jetzt noch ein paar Katastrophen dazu. Ich habe die Menütaste schon gedrückt. Ich drücke sie nochmal. There we go. Katastrophen. Feuer können wir uns sparen, aber ein Monster wäre doch jetzt noch cool. Yes. wie wär's mit noch einem? Scheinbar geht nur eins gleichzeitig. Dann noch ein Erdbeben. Oh, am Flughafen, wie ungünstig. Oh no. Oh. Das ist ja richtig doof. Dass auch immer New York erwischt. Also hier können wir die Frames die Sekunde so einfach zählen wie noch nie. Ich glaube, es ist einer. Mhm. 3D durch die Stadt, oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat, ihr seid doch verrückt. Kann hier gar nicht draufdrücken. Ich glaube, es geht nicht während einer Katastrophe, Chat. Ja, ihr seht ja auch, dass da so ein roter Rahmen drum ist. Das geht leider nicht. Nee, hier gibt es keinen Bowser. Ach, wie ungünstig. Inzwischen macht es mich aber auch ein bisschen nervös. Ich glaube, ich habe genug. Das war SimCity 2000. Boy, oh boy. Nicht mehr, oder, also das ist ein Spiel, das wirklich, ist einer dieser Klassiker, das in meiner Erinnerung hat das voll viel Spaß gemacht, das auf der Konsole zu spielen. Ich glaube, heute könnte ich das nicht mehr so richtig. Dafür ist es mir dann zu langsam. Weil SimCity 2000 auf dem PC macht wirklich immer noch Spaß.
Also das spielt sich ja super flüssig. Das könnt ihr auch auf GOG oder so kaufen. Das ist gar kein Problem. So, ich würde sagen, doch ein Spiel können wir doch eigentlich noch machen. Eine Runde Tomb Raider. Ich habe Lust auf eine Runde Tomb Raider. So, Tomb Raider 3 spielen wir. The Adventures of Lara Croft. Das ist tatsächlich dann schon in dieser zeitlichen Region gewesen, wo Tomb Raider langsam anfing, den Leuten so ein bisschen auf den Keks zu gehen. Beziehungsweise immer das Gleiche zu sein. Als Kind war mir das natürlich egal. Da gab es Dinos. Und das war hervorragend. Ist die SNES-Version besser? Gab es von SimCity 2000 echt eine SNES-Version? Wenn ja, weiß ich gar nicht, ob die besser ist. Können wir mal noch ein bisschen ranzoomen. So, ich hoffe, dass das gleich passt vom Bildausschnitt her. Ich höre tatsächlich fast nichts. Bei mir kommt gar kein Ton an. Kommt bei euch Ton an, Chat? Hört ihr was vom Spiel? Könnt ihr mir das mal sagen? Weil bei mir hier am Fernseher kommt gerade nichts an. Okay, ihr habt Ton. Das ist strange. Warum habe ich denn keinen Ton? Ich resette mal kurz. Ganz klein. Dankeschön. Aber dafür habe ich jetzt Ton. Oh, richtiges CG-Intro. I've been yelling myself hoarse on this radio every day. It's just the weather dumps on us frequently here. And maybe my transmission doesn't get through. I don't know. I can't understand one word of what you say, Willard. It's all going swell, sir. Get the bit up! Get it out! Was soll denn diese whimsical Musik? Turn it off! Off! Hey! Switch it off! Ich habe gar keine Erinnerung an dieses Intro-Chat. Find more meteorite. Nah, something a little younger than that. Oh no! Whoa. Billy! I don't want you to set that explosive, do you hear me? I do not want you to set that explosive! Wretched pyros. Immer diese weichen Szenenübergänge. This place has a busy history. Sehr merkwürdig. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Kann man es doch am Anfang direkt im Dschungel unterwegs. You will not be able to save any games unless you insert a formatted memory card with at least 2 free blocks. Dann können wir halt nicht speichern. Oh, let us home. Oh mein Gott, diese Menüs. Sehr nostalgisch. So, ich glaube, jetzt ist aber das Bild bei euch ein bisschen falsch tatsächlich. Ich versuch's mal ein bisschen anzupassen. Lieber Chat. Weil oben und unten wird bei euch jetzt quasi ein bisschen was abgeschnitten. Ist bei diesen wechselnden Bildausschnitten muss ich da immer so ein bisschen nachjustieren. Ich wusste gar nicht, dass er hier von alleine was startet. Hat Tomb Raider 3 einen Attract-Mode?
Ja, nee. Wir wollen selber spielen. Jetzt ist die Frage, machen wir Lara's Home zuerst? Doch schon, oder? So einmal reingucken zumindest. Ich glaube, das ist sehr ähnlich zu dem aus Teil 2. Für mich sahen die damals auch alle gleich aus, obwohl die ja wirklich so ein paar optische Änderungen hatten, Welcome zumindest auf dem PC. Feel free to take a look around. Feel free to take a look around. Ach, hervorragend. So, wie war denn? Oh. Ja, in der Luft nach hinten drücken und dann kann man sich umdrehen. Quick Turn. Jetzt hier ein fancy Pool. Und natürlich auch hier immer diese diese Videospielschalter für alles. Ich weiß nicht genau, was wir da gerade aufgenommen haben. Kennst du das Unreal Engine 4 Fan Remake von Tomb Raider 2. Dagger of Xi'an. Nee, Shuri, das sagt mir tatsächlich gerade nichts. Das muss ich mir nach dem Streamer anschauen. Dagger of Xi'an. Aber das Ding ist bei diesen Unreal Engine Fan Remakes, geht oft ein bisschen der Stil von den eigentlichen Spielen verloren. Also zum Beispiel diese Zelda Unreal Engine Dinger sehen, finde ich, immer ein bisschen blöd aus. Auch wenn die dann technisch irgendwo eindrucksvoll sind. Aber vielleicht ist das ja bei Tomb Raider anders. Und bei Tomb Raider stelle ich es mir auch sehr viel leichter vor, als bei sowas wie einem Zelda-Stil. Das sieht doch hier aus, als wäre hier irgendwo ein geheimer... Gott, was sind das für Geräusche, die hier manchmal kommen? Als ob wir auf einem Schiff wären. Wackelt und flackert, ja. Z-Buffer. What is it? Ja, okay, aber ich glaube, hier würden wir uns ja jetzt eh nur umschauen. Ach, Flares haben wir. Ja. Hat sie jetzt einer davon benutzt? Yay! Bonk. Ich weiß, dass man hier... Warte mal, wie ging denn? Da ist unser Butler, den man früher mal eingesperrt hat. Wie ging denn der... Oh, shit. Der Dive. Nee, so schon mal nicht. Okay, das kostet Leben, aber man konnte doch mal... Wie konnte man noch mal einen Körper machen? Irgendwie konnte man einen Körper machen. Vielleicht mit dem? Nee. Ah, okay. Weil ich glaube, dass sie das umbringt, wenn man das von hier oben macht. Mann, Butler. Ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war die Geschichte von Tomb Raider 3, The Adventures of Lara Croft. Nee, nicht Load Game. Ist ein New Game. Oder, nee, muss ja hier sein. New Game, there we go. Oh, jawohl.
Oh mein Gott, diese Ladebildschirme. Oh ja, direkt der Slide. Gab's nicht eine... Jawohl. Können uns ein bisschen umgucken. Ich fand die Tomb Raider-Spiele damals auch wirklich gruselig. Und heute irgendwie auch noch ein bisschen, weil diese Grafik halt ein bisschen... Ja, es ist so unwirklich. Direkt der Slide. Oh mein Gott, direkt über Spikes? Haben sie das echt gemacht, dass ich hier sofort sterben kann? Und hinter mir rollt... Ja, doch. Ich erinnere mich auch ein bisschen dran. Jetzt kommt doch gleich ein Stein. Nee. Oh mein Gott. Ich glaube, die hier gab es auf dem PC nicht, die Speicherkristalle. Weil man einfach immer speichern konnte. Oh no! Oh no, Chat! Treibsand! Schnell raus! Gar nicht mitbekommen, dass das Treibsand ist. Kommen wir jetzt hier nie mehr hoch? Doch. I told you once, Patreon oder Steady bringen uns am meisten. Lieb, dass du fragst. Aber wenn du hier lieber subben willst, ist das auch okay. Also eigentlich sagen wir immer, macht einfach das, was ihr möchtet. Aber wenn du bei Patreon und Steady subst, hast du natürlich auch die ganzen Zusatzinhalte. Das hast du halt hier nicht. Wo sind die Dinos? Da ist nur ein Affe, der gerade irgendwas genommen hat. Das ist doch Level-Design, das mich hierher lockt. Ich habe bei den Tomb Raider-Spielen auch immer das Gefühl, ich bin ein bisschen zu weit weg von Lara. Da kann die Kamera mich immer verarschen. Hallo. Aber der scheint ja lieb zu sein. Ah, hier. Medipack. Ah, jetzt haben wir das beim Stamm aufgemacht. Wo geht's hier hin? Gott, auch diese Framerate damals, holy shit. Aber irgendwie wirkt das hier direkt so offen. Körper! Hihi. Oh mein Gott. Ich werd mitgetrieben. Oh no. Oh no. Oh no, ich komme hier nicht mehr raus, Chat. Oh fuck. Das finde ich gerade ein bisschen gruselig. Ah. Help. Help. Horrorsituation. Come on. Oh, Gott sei Dank. Das ist ja gemein, ey. Okay, also ins Wasser springen. Erstmal keine so gute Idee. Speicherkristalle als sammelbares, limitiertes Item, ja. Aber war das nicht immer so bei den Tomb Raider-Spielen auf der PlayStation? Oder hast du vorher an festen Punkten gespeichert? Das weiß ich gerade einfach nicht mehr. Nein, Lara. Ich habe die halt immer auf dem PC gespielt damals. Das waren für mich immer PC-Spiele. Oh, schön, das Tor ging auch direkt wieder zu. Ah! Oh fuck, da hatte ich ja viel... ah, da hatte ich ja viel Zeit zu reagieren. Oh mein Gott. Ja, Load Game, there are no Tomb Raider Games. Restart Level. Was ein Scheiß. Ich habe halt mal im Nachhinein wirklich erst
Jahre später gehört, dass Tomb Raider 3 in bestimmten Kreisen auch immer so ein bisschen bezeichnet wird wie so ein Fangame, weil das Leveldesign so willkürlich wirkt. Und das gerade war jetzt auch nicht unbedingt fair. Würde ich behaupten. Man hätte sich vielleicht vorher umgucken können. Also vielleicht will es mich auch darauf so ein bisschen konditionieren. Aber jetzt ist hier natürlich das Ding wieder zu. Schuchi, danke fürs Abo. Ach, je nach Teil unterschiedlich. Erster Teil hatte Festpunkte, die danach verschwanden. Das Schlimmste überhaupt. Ja, siehst du, auf dem PC konnte ich, glaube ich, einfach immer speichern. Also diesen Nachteil hatte ich dann einfach nicht. So, jetzt machen wir das mal ohne den Schwimmkurs dazwischen. Und dann müssen wir einfach sofort, wenn wir das Ding gedrückt haben, umdrehen. Hallo Äffchen. Und dann kommen wir aus der anderen Seite doch einfach nur wieder raus. Ich verstehe gerade den... Also irgendwas müssen wir ja aufmachen. Irgendwas müssen wir ja aktivieren. Durch diesen Schalter da drin. Ja, nee, von wegen umgucken. Ich sehe das hier ja gar nicht. Oder sagen wir, ich sehe es kaum. So, also... Nach vorne drücken und das machen dann. Und dann sofort weg. Ach, fuck. Das muss ja direkt perfekt sein. Ach so, ich könnte dann hinter der Wand lang. Ne? Ich könnte dann hinter der Wand. Ah. Na gut, einen Versuch machen wir noch, Chat. Wenn ich mich richtig erinnere, musste man hier sprinten. Ja, aber was soll ich denn sprinten? Ich dachte, ich muss einfach nur in dieses kurze Fenster da rein, dann warten, bis die Wand an mir vorbeigeht. Und dann können wir da hin. Auch da oben guckte übrigens eine Schlange raus, das fand ich sehr cool. Ist mir nicht aufgefallen, die ersten Male. Ich staune, dass sie das nicht umbringt. So. Dass man jetzt immer erst nach da hinten muss, ey. Hui. Diese zusätzlichen, so optionalen Bewegungsmöglichkeiten mochte ich aber damals auch schon immer. Hab ich gerade gebissen? Ach, witzig. Er hat während der Cutscene meine Eingabe genommen, den Quick-Turn zu machen. Oh man, wie viele Frames die Sekunde sind das hier eigentlich? Irgendwie 20? 15? So, Chat, nur um das nochmal durchzugehen. Die Wand kommt ja von dort. Wir müssen, so wie wir hier stehen, einfach sofort umdrehen. Und einfach einmal springen. Okay? Okay. That's the plan. Man muss es halt einfach wissen. So. Jetzt haben wir es. Und jetzt können wir hier vorbei. Wenn du das nicht weißt, dann stirbst du hier einfach. Das ist unglaublich. Nein! Oh mein Gott. Habe ich das Ding nicht erwischt? Ach, jetzt sind wir hier, wo wir sonst... Ja, ja, ja. Okay, aber die Wand müsste ja jetzt hinten sein. Das heißt, wir sollten da eigentlich problemlos wieder rauf können. Ich bin ein bisschen über das Äffchen gestolpert. Ach nee, das Ding hier ist wieder zu.
Oh nee, Tomb Raider. Geht die Wand jetzt auch zurück, wenn ich den Schalter nochmal drücke? Ja, damals war man anderes gewohnt, was die Framerate angeht, das stimmt. Ach, jetzt geht's wieder auf. Aber witzig, dass sie den jetzt auch wirklich von unten nach oben schieben musste. Oh man. Das hier wirkt halt wirklich wie 10 Frames oder so. Aber bei den ganzen N64-Spielen hat mich das auch nicht gestört. So, okay, wenigstens bleibt die Wand so. So, ich drücke jetzt mal R1, damit wir hier nicht... So, jawohl. Man muss gedrückt halten. Ich habe nicht gedrückt gehalten. Ich habe nicht gedrückt gehalten. Ich hoffe, das Ding kommt jetzt auch wieder hoch. Oh mein Gott, Chat, warum ist das so müßig? Wie ich den Weg halt schon anfangen kann zu gehen, während die Cutscene spielt. Es ist mir ehrlich gesagt trotzdem immer noch ein bisschen lieber als aktuelles Tomb Raider. Aktuelles Tomb Raider langweilt mich leider ein bisschen. Inzwischen, muss man sagen. Den ersten neuen Tomb Raider mochte ich ja noch. Aber irgendwie ab dem zweiten hat es mich dann schon ein bisschen angeödet. Es ist gar nicht mehr hier oben, Chat. Doch. Okay. Cinematic Camera. Sehr schön. Ah, das dachte ich mir fast. Hier müssen wir einfach Anlauf nehmen. So. Okay. Ich habe natürlich jetzt den Speicherkristall am Anfang nicht aufgehoben. Das heißt, doch, wir haben einen. Ich würde ihn doch gerne mal benutzen. Ach nee, wir können ja gar nicht speichern. Ich hab's vergessen. Wir haben ja gar nicht genug... genug Blöcke. Help. Help. Oder war einfach nur ein Äffchen. Da hat sie von alleine drauf gezielt. Das erste Tomb Raider Reboot fand ich so furchtbar. Ja, heute finde ich halt vor allem die Story auch... Also die fand ich schon damals ein bisschen blöd, aber das Spiel hatte mir damals halt Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre heute bei mir auch ein bisschen anders. Ich mag halt die Lara nicht so wirklich, die sie da haben. Auch nicht im zweiten oder dritten Teil. Und der erste Teil teasert am Ende was an, was dann nicht, also woraus dann nichts gemacht wird. Guck mal, ich sehe doch, dass da dieser Fels steht. Der wird mir doch hier gleich entgegenkommen. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Aber so richtig gefährlich ist auch nicht. Hier sieht halt auch alles gleich aus. Da sind Flares. Und dir auch einen schönen Tag, Luftbeutel. Ja, ich mag halt so... Ich mag, wenn ein Spiel bewusstes Platforming von mir fordert. Wenn in einem Spiel nicht einfach mein Charakter immer die notwendige Distanz springt,
er gerade braucht für den Sprung vor ihm, sondern ich eine feste Distanz habe, die ich auch abschätzen muss. Und das war ja hier noch so. Natürlich ist das heute alles sehr rigide und fühlt sich ein bisschen hakelig an, aber da habe ich mehr Spaß dran als an diesem sehr automatisierten Springen von Uncharted und aktuellen Tomb Raider-Teilen. Da hinten ist doch so eine... Ist da nicht so ein Eingang? Ah, da wird es wahrscheinlich nur so einmal kurz rumgehen. Aber ich soll ja hier scheinbar nicht hin. Ja, Soll ich dann da ins Wasser springen oder was? Weil wir haben ja hier die Tür, die nicht aufgeht. Ich hätte gedacht, da sollten wir... Ach nee, guck mal. Ja, so hat sich das schon erledigt, oder? Ja. Ich mag aber sehr, dass ein kleiner Music-Sting kommt. Okay, der Affe tut mir erstmal nichts. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Wie ich jetzt hinter jedem Schalter aber auch sofort eine Falle vermute. Dann hat die Kamera, die einem nicht immer sofort sagt, was gerade passiert. Oh nein! Viel springen. Oh boy. Oh, mit der Musik gerade ist ja nice. Okay, hier gibt es eine Falle. Gerade ganz cool. Speicherkristall, den wir nicht benutzen können. Und noch ein Tiger. Ehrlich gesagt erstaunt, wie wenig Schaden die machen. Also da scheint das Speer wirklich recht nett zu sein. Ich weiß übrigens diese Anspielung sehr wertzuschätzen, Arrow. Finde ich sehr gut. Ach du Scheiße, wo war das vorhin? Gar keine Schlange, sondern einfach nur so ein Ast. Oh, hier geht's sehr tief runter. Das ist ja gemein. Aber hier sollte safe sein. Okay. Da ist zu. Hier ist wieder ein Äffchen. Gehen wir einfach mal ein bisschen. Oh, und hier müssen wir so durch. Weil man konnte durch Spikes durchgehen. Hier sogar mit leichter Cinematic-Perspektive. Da müssen wir uns einfach dran halten. Oh, fuck. Das war einmal zu viel gesprungen. Wenn man die Sprungtaste nämlich gedrückt hält, dann springt sie, glaube ich, einfach kontinuierlich weiter. So. Komm, jetzt nochmal der Kamera schwenkt? Nee. Könnt ihr euch vorstellen, sowas heute nochmal durchzuspielen, Chat? So ein altes Tomb Raider. So, da haben wir noch einen. Nein. Ich schon, also wenn ich speichern kann. Das wäre meine Voraussetzung. Nicht so, wie wir es hier gerade machen.
Aber das hier zum Beispiel mag ich gerade super gern, dieses, okay, ich gucke mich um. Ich merke, hier kann ich lang, da kann ich mich langhangeln. Das finde ich toll. Komme ich hier schon hoch? Ja. Gut, dass die Äffchen mich hier in Ruhe lassen. Und da müssten wir langkommen? Nee. Nee. Da kommen wir nicht lang. Was ist dann unser Ziel? Da drüben ist ein Kristall. Können wir uns da oben... Ich glaube nicht, dass wir uns da so langhangeln können. Also vielleicht doch eher... Ach nee, hier hoch einfach, ne? Ja. Und dann geht's hier rein. Ins komplett Dunkle? Das ist mir zu gruselig. Gibt es in Teil 3 auch einen T-Rex? Ich glaube schon. Ich glaube sogar mehrere. Gibt auf jeden Fall Dinos. Okay, da ist... Das hier sieht aus, als würde hier einfach nur eine Kugel hinrollen. Jeden Moment. Oh, Chat. Oh ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, dann simulieren wir das mal. Wir würden hier lang rennen. Und dann einfach möglichst hier rein. Okay. Okay. Dann zünde ich hier vorne nochmal eine neue Fackel an. Und dann geht's los. Eieieiei. Ich hoffe, sie lässt die jetzt auch nicht fallen. Ja, 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 ja. Okay. Ja, dezent ist anders, das ist sehr wahr. Okay, aber hier... Hinter hat sie jetzt erstmal nichts ausgewirkt. Ich weiß halt nicht, was der Schalter gerade gemacht hat. Sehen wir das hier irgendwo? Will der Affe mir irgendwas sagen? Was zum Teufel hat dieser Schalter bewirkt? Hä? Da fällt mir auch gerade nichts ein. Oh. Oh. Oh, ein Secret. Das ist das Secret-Geräusch. Was haben wir da gerade aufgenommen? What the fuck? Rockets. Und Harpoons. Nice. Okay. Also wir haben ein paar Items bekommen, aber ich weiß immer noch nicht, wo es jetzt per se weitergeht, weil hier einfach nur... Oder unten ist auch ein neuer Tiger. Wie war denn das mit dem sich runterlassen? Was mit X? Ja. Okay. So. Dann versuchen wir mal ganz langsam. Wieder. Oh. Ich sehe ihn nicht, aber ich weiß, dass er da ist. Okay, den haben wir besiegt. Ist hier jetzt irgendwas offen? Oder kommen wir von hier? Sieht halt alles gleich aus. Ach nee, das war der Affe. Ich wollte den Affen gar nicht schießen.
Wie da einfach mehrere Felsen gerade kamen. Holy shit. Und hier mit Regen, cool. Aber ist das jetzt... Ist das jetzt, wo wir hinwollen? Das ist in den Spielen immer die Frage. Und wir können halt nicht speichern, Chat. Das heißt, wenn wir hier aufhören, sehen wir das auch erstmal eine Weile nicht. Ich möchte mich bei dem Äffchen entschuldigen. Komme ich hier eigentlich... Nee. Das ist zu steil, um dran lang zu laufen. Dass sie übrigens Fußspuren hat, ist ein sehr schönes Detail. Also mal mehr und mal weniger, aber ich weiß es wertzuschätzen. Übrigens mag ich sehr, dass wir bisher noch nicht einen Stream-Geruckel hatten, wie bei den letzten Malen. Weil ich weiß nämlich immer noch nicht so 100%, woran das lag. Oh, was denn hier? Ach, das wäre einfach, das wäre oben diese Lücke gewesen. Wir wären hier einfach in die Spikes gefallen. Und hier gibt es noch mehr Spikes. Was zum Teufel? Ja, ich mag halt so ein bisschen das hier nicht. Es ist nicht sofort so eindeutig, ne? Ich gucke mir hier nicht ein Level an und weiß sofort Bescheid. Sondern ich muss wirklich aufpassen. So, wenn ihr mir jetzt hier einen Tiger entgegenschickt. Sie hat sich nicht festgehalten. Ich habe gedrückt, aber sie hat sich nicht festgehalten. Ja, wir haben ja nun mal keine Speicherstände, Chat. Deswegen war es das mit Tomb Raider 3. Der unspektakuläre Tod der Lara Croft. Ich glaube, ich habe Viereck festgehalten und hätte X festhalten müssen. Weil Viereck ist eigentlich springen und X ist festhalten. Damn it. Na gut. Chat, das soll es gewesen sein. Wir haben Skyrim gespielt, wir haben Tomb Raider gespielt. Und SimCity mehr oder weniger auch gespielt. So ein bisschen PlayStation 3 und PlayStation 1 Spielekost. Ach, und hier sehen wir jetzt mal den Demo-Modus, wie es geht. Vielleicht sehen wir hier Dinos. Oh, das Quad! Oh, das habe ich so gern gemocht als Kind. Guckt mal. Oh, das war amazing. Wahrscheinlich mega hakelig und man kriegt Damage, wenn man da drauf ist. Holy shit. Das ist gerade richtig nostalgisch. Oh yeah. Ach, und dann hier Anlauf nehmen müssen. Oh mein Gott, ja. Oh, und sie macht einen Burnout. Wie sie hier angeben. Ich bin sehr froh, dass wir das noch gesehen haben, Chat. Alles schön per Tastatur. Ja, auf dem PC immer sehr gerne mit Tastatur gespielt, das Spiel. Das geht ja bei dem Spiel auch. Ich spiele es ja auf dem Controller auch ohne Analogstick. Okay, Chat. Das soll's gewesen sein für heute. Ich schicke euch gleich in den Pausen-End-Screen-Modus, Dingsi-Bumsi. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon und Steady, würde uns sehr freuen. Macht Huckt überhaupt erst möglich. Am Freitag um 18 Uhr ist der nächste Livestream. Wir sind nämlich immer mittwochs 10.30 Uhr und immer freitags 18 Uhr live. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, auch in der Aufzeichnung. Vielen Dank an alle, die gerade auf Twitch auch abonniert haben. Jetzt sehen wir nochmal ein anderes Gebiet. Es gab auch eins, wo sie wirklich so eine volle Lederkluft, glaube ich, trägt oder Latex-Kluft. So Superagenten-mäßig. Das ist irgendwie cool. Ich mag das, dieser Demo-Modus so. Also heute würde ich das, glaube ich, eher so als Spoiler betrachten, aber gerade mag ich das. Gerade nachdem wir so versagt haben im eigentlichen Spiel.
Sam, vielen lieben Dank, dass du die Links nochmal gepostet hast. Auch nochmal eine Empfehlung an Robins Review von Samurai Warriors 5 und an mein Video zu Terranigma. Ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen älter, aber diese Petition läuft immer noch. Und die wollen das dann immer noch, ich glaube, die wollen gerade 7500 Unterschriften kriegen, um das dann an Square Enix heranzutragen. Und da würde ich euch auch bitten, das zu unterstützen, weil Terranigma ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Schaut da auch unbedingt das Let's Play von Mats und mir. Und ja. Ach, guck mal, hier kann sie sogar so richtig sprinten. Mein Gott, ich habe sehr viel von diesem Spiel wieder vergessen. Vielleicht habe ich es auch nie durchgespielt als Kind. Das kann auch sein. So, jetzt aber Chat. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Kiseki no hono yo, boi agare yo, kimi no kokoro.